Frau Hamm, wir haben die große Freude, die Initiatorin dieser Messe hier bei dem wohl spektakulärsten Objekt dieser Messe zu erleben. Vielleicht erzählen Sie mir, wie die E-World überhaupt entstanden ist. Also das ist eine sehr lange Geschichte. Die begann 1996 im Gründungsjahr der ConEnergy AG. Dort haben wir erstmalig eine Konferenz zum Thema Energiehandel in Deutschland durchgeführt und gleich mit über 100 Teilnehmern aus vielen Ländern einen schönen Erfolg gefeiert. Also eine Fachkonferenz zu dem Thema hatte es vorher in Deutschland noch nicht gegeben. Daraus entstanden ist eine kleine Veranstaltung mit einer kleinen begleitenden Ausstellung, die wir im Kongresscenter in Düsseldorf durchgeführt haben. 3 Jahre lang, 98 bis 2000. Und dann war der Moment für uns gekommen, wo wir gesagt haben, das Ganze wächst immer weiter und nimmt größere Dimensionen an und wir müssen es auch thematisch auf breitere Füße stellen. Wir suchen uns eine Messegesellschaft als Partner, das war dann die Messe Essen hier, und gründen die E-World Energy and Water. Findet jetzt zum 11. Mal statt mit 540 Ausstellern auf 40.000 Quadratmetern und bringt die Energiewirtschaft, die gesamte Branche an 3 Tagen zusammen. Also wenn Sie an Ihre Gründung vor 10 Jahren, dieser erste Kongress, der durchgeführt worden ist, damals war ja wahrscheinlich der Markt noch unter den Energieerzeugern. Das waren ja in Deutschland 4, die sich den Markt aufgeteilt haben, und den Stadtwerken. Das Ganze war ziemlich verkrustet. Und wie sind Sie denn in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren, was haben Sie da, was waren die Hauptsprünge in der Entwicklung, die ja heute dazu übergeht, dass sich Energieerzeuger wie Pilze aus dem Boden schießen, dass die Landwirtschaft total auf Energie abfährt, dass Ernährungswirtschaft, alle sprechen von den Themen Energie, auch bei uns auf der Seite. Ich komme aus dem Wohnen und das Thema Energie wird immer wichtiger und deswegen sind wir auch hier. Ja. Also die Energiewirtschaft war natürlich schon Ende der 90er liberalisiert, offiziell. Der Prozess an sich hat länger gedauert, das ist aber klar. Es gab aber immer wieder neue gesetzliche Bestimmungen, die entweder aus Deutschland oder auch direkt aus Brüssel kamen, in der Regel direkt aus Brüssel, die dazu geführt haben, dass sich die Energieversorgungsunternehmen ändern mussten. Es gab eine Unbundling-Vorschrift, die den Transport der Energie vom Vertrieb getrennt hat. Das hat zu Umorganisationen geführt und zu neuen Anforderungen an das Unternehmen in seiner Struktur. Und all diese Dinge bis heute hin zum Thema Smart Energy, was der Megatrend auch der diesjährigen Messe hier ist, haben dazu geführt, dass die Veranstaltung immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und immer größer geworden ist. Ja, man staunt ja, wenn man durch diese Ausstellerliste geht, wer sich in der Zwischenzeit alles hier tummelt. Wenn ich zum Beispiel an die Telekom denke, was tut die Telekom hier? Das ist eine gute Frage, aber die Telekom versteht sich als Partner der Energiewirtschaft. Sie ist sehr gewohnt, in geringen Abständen Daten zu erfassen und die dem Kunden mitzuteilen. Und das ist in der Energiewirtschaft inzwischen ja auch viel notwendiger, als es früher einmal war. Wenn wir irgendwann wirklich zu Smart Energy kommen wollen, dass zu verschiedenen Zeiten auch verschiedene Tarife gelten und dass es Sinn macht, zu bestimmten Zeiten den Strom lieber zu sparen, dann müssen wir natürlich zuvor dafür sorgen, dass wir auch den Datenbestand haben. Und da sieht sich die Telekom als professioneller Partner der Energiewirtschaft, um diese Daten einfach zu erfassen und zu kommunizieren. Frau Hamm, ich danke Ihnen für diese erklärenden Worte und platzt die Messe jetzt nicht aus allen Nähten hier. Wir haben zum Beispiel bei der IPM, die gerade hier gelaufen ist, festgestellt, dass es verkehrstechnisch sehr, sehr, sehr schwierig ist. Müssen Sie nicht bald die Messe München oder irgendwie eine größere Messe suchen, die dann die Aufgaben oder die Plattform für die Energiewirtschaft bildet. Ich hab so einen Eindruck, dass es wirklich dabei ist, die Energiethemen nehmen im Umfang derart zu und es strömen immer mehr Firmen in diesen Markt. Wie sieht Ihre Meinung dazu aus? Also wir freuen uns natürlich, dass wir jedes Jahr wachsen, auch wenn wir schon seit einigen Jahren jedes Mal wieder darüber
überrascht sind, dass wir noch weiter wachsen. Aber ich denke, wir haben noch ein bisschen Platz hier in Essen. Wir sind sehr gerne am Standort Essen. Das Unternehmen Con Energy sitzt am Standort Essen. Die Messe Essen ist unser Partner hier in der Veranstaltung. Und es hat sich etabliert, dass die Energiewirtschaft im Februar nach Essen kommt. Ja. Okay, herzlichen Dank. Ich werde jetzt mal hier aus diesem Auto aussteigen und möchte mich dann offiziell von Ihnen verabschieden. Hat mich sehr gefreut. Also allerherzlichsten Dank für die Informationen und ich wünsche der Organisation alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank.